und herzlich willkommen in meinem Unterrichtszimmer in der Schule für Musik und Darstellende Kunst in Gaggenau. Mein Name ist Burjana Balev und ich werde euch heute meine zwei Lieblingsinstrumente vorstellen, die Violine und die Viola oder noch als Geige und Bratsche bekannt. Beide Instrumente sind Teil der Familie der Streichinstrumente, zu der noch das Cello und der Kontrabass gehören. Alle diese Instrumente haben fast immer vier Saiten und werden mit einem Bogen gestrichen, der mit Pferdehaar bespannt ist. Vom Klang her gehören die Geige und die Bratsche zu den höheren Streichinstrumenten und man kann denen beim Spielen zauberhafte, der menschlichen Stimme sehr ähnliche Töne entlocken. Dabei sollte man natürlich einige Regeln beachten, die ich euch sehr gerne in unseren gemeinsamen Stunden beibringen werde. Beide Instrumente haben vieles gemeinsam. Das Aussehen, der Instrumentenbau, die Haltung und die Spielweise. Die einzelnen Instrumententeile sind ebenfalls identisch. Diese sind die Schnecke, der Wirbelkasten mit den Wirbeln, der Hals, das Griffbrett, der Instrumentenkörper, der Steg, die vier Saiten, die zwischen dem Saitenhalter und den Wirbeln aufgezogen sind. Für die stabile Haltung sorgen der Kinnhalter und die Schulterstütze oder ein kleines Kissen. Zum Stimmen benutzt man die Wirbeln oder die Feinstimmer. Mit dem Bogen werden die Saiten gestrichen und somit Töne erzeugt. Man kann aber die Saiten auch zupfen. Und das nennt man Pizzicato. Normalerweise spielt man die Instrumente im Stehen, indem man die seitlich zwischen der Schulter und dem Kinn stabil und waagerecht, aber sehr locker hält. Mit der Hand wird der Geigenhals hier gestützt. Die einzelnen Töne werden durch das feste Aufstellen der Finger auf den Saiten erzeugt und gleichzeitig mit dem Bogen gestrichen. Das Beste an der Geige und an der Bratsche ist, dass beide Instrumente richtige Mannschaftsinstrumente sind. Bald nachdem ihr die ersten Grundlagen erlernt habt, könnt ihr zusammen musizieren. In kleinen Gruppen, zu zweit, im Ensemble oder in einem großen Sinfonieorchester. Alle diese Möglichkeiten zum gemeinsamen Musizieren findet ihr hier bei uns an der Schule für Musik und Darstellende Kunst in Gaggenau. Bei allen Gemeinsamkeiten sind jedoch die Bratsche und die Geige zwei verschiedene Instrumente. Welche Unterschiede gibt es? Auffallend ist die Größe. Die Bratsche ist viel größer als die Geige. Die Tonhöhe und die Klangfarbe sind ebenfalls unterschiedlich. Die Violine klingt höher, heller, manchmal sogar ein bisschen schriller. Im Gegensatz, die Bratsche klingt tiefer, dunkler, etwas weicher. Es gibt zwei Saiten, die vollkommen unterschiedlich sind bei beiden Instrumenten. Die Viola hat die tiefe C-Saite. Im Gegensatz, die Violine hat eine hohe und strahlende E-Saite. Die Noten für die Violine sind auf Violinschlüssel notiert und die Noten für die Bratsche sind auf Bratschenschlüssel notiert. Jetzt seid ihr bestimmt gespannt, den Klang der Instrumente zu hören. Hier einige kurze Musikausschnitte als kleine Hörprobe. Zuerst hört ihr die Violine.
So klingt die Bratsche. Angekommen und ich hoffe sehr, dass ihr einen guten Eindruck gewinnen konntet. Nachdem ihr schon etwas näher die Geige und die Bratsche kennengelernt habt, seid ihr bestimmt schon neugierig, gespannt und ungeduldig, so schnell wie möglich diese zwei Instrumente selber in der Hand zu halten und darauf zu spielen. Zögert nicht, meldet euch zu einer Probestunde in der Musikschule an. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und auf das gemeinsame Musizieren. Bis bald!